Was ich huste mir immer weiter, das Leib aus der Seele. Oh no, Chris. Apropos Hallöchen. Hi. Und muss man dieses Ausräumspiel spielen? Genau, wenn du Unpacking meinst, das habe ich sogar schon gespielt, aber halt nicht im Stream, das habe ich privat gespielt. Mach mal eine RTX 2060 als Spendenziel. Bringt mir nichts. Bringt mir leider nichts. Weil das Problem ist, dass mein Rechner die nicht kann. Also ja, also mein ganzer PC muss halt neu gemacht werden. Da passt halt eine, also auf meinem Motherboard geht halt eine 2060 nicht rauf. Leider. Move It Out oder so. Oh, Move It Out habe ich mit Sodas mal gespielt. Das war auch lustig. Ich glaube, wir lassen erstmal Motion Blur aus. Sprache wählen ist auf Deutsch. Das ist wunderschön. Das passt so. Lautstärke gucken wir mal. Errungenschaften haben wir noch nicht. Profil auch nicht. Neues Spiel. Michael, wir brauchen überhaupt erstmal einen Gaming-PC. Genau, eben. The city of Prague was under siege. Ravaged by war. Buildings were falling. Churches were burning, and everything was to be washed away. The painter lived there, isolated from the outside world. The worse the terrors of war became, the more the artist obsessively painted beautiful landscapes as a contrast to the evil he had witnessed. One night, a mysterious figure appeared in the house, seemingly out of nowhere. The stranger walked slowly around the room. He then sat down in front of the artist to offer him a deal. The chance to enter one of his own creations, far away and free of war. But he would have to find his way back out before midnight, or else his soul would become trapped in the canvas forever. Feeling alone, on the edge of madness, the artist shook the mysterious man's hand, accepting the deal. Oh yeah. A few moments later, the house was empty. Okay. Du hast 6 Stunden Zeit, um das Spiel zu beenden. Ja gut. Ich glaube, wir machen mal den Erforscher. Wir haben nämlich kein Zeitlimit, damit wir halt ganz in Ruhe die erste Stunde so spielen können. Würde ich jetzt behaupten, oder? Hört sich doch gut an, oder? Man merke, in der Mikrowelle nicht Marmelade auftauen, wenn die für Fleisch auftauen angedacht ist. Das macht Sauerei. Oh nein, Gamer, was machst du denn? Nein, halt, also neues Spendenziel, neuer PC war schon mal drin, aber ja, hat er den nicht so Fuß. Nee, Stress, Zeitlimit, Tod und Verderben. Fortgeschritten, ne? Mit 3 Stunden Zeit. Na gut, so lange spielen wir ja eh nicht. Also, ist, glaube ich, das Zeitlimit bei uns gerade egal. Ich baue meine PCs immer selbst zusammen. In meiner ist ja auch selbst zusammengebaut, halt. Von dem, was ich halt so bekommen habe. Aber neuer Rechner ist halt aktuell zu der Zeit sehr, sehr teuer und sehr, sehr, ja. Was soll ich dazu sagen? Einfach sehr, sehr teuer. Aktuell. Okay, wir wachen langsam wieder auf. Ich glaube, wir sind der Künstler, ne? Wir sind jetzt in unseren eigenen Gemälden gefangen. Wir sind in irgendeinem Deal eingegangen. Oh, wie schön. Ich mag die Grafik. Also ich mag den Grafikstil halt. Deswegen habe ich mir das Spiel nämlich auch immer angeschaut. So, also, ich kenne das Spiel nicht so, sondern ich habe mir halt die Screenshots angeschaut und fand das sah sehr interessant aus. Ich mag halt diesen Grafikstil. Oh, das Wasser.
kontinuierlich laufen. Keine Ahnung. Bestätigen. Kann ich schwimmen? Nein. Komm nicht ins... Ah, ich kann schneller laufen. Ah. Ah, hier komme ich aber durch. Aber bei dem anderen kam ich nicht... Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Aber das sieht sehr, sehr schön aus. So vom Ersteindruck her. Mist, ich kann nicht reinspringen. Wohin möchte, dass ich das Spiel gehe? Dass ich das Spiel gehe? Huh! Holy Scheiße, fuck, Hilfe! Oh, da war eine Hand aus dem Boden. Gib eine Antwort, sonst in Diabo. Was hältst du von Raft? Ist nicht meins, weil offenes Meer. Da bin ich ehrlich. Spawn hier einfach eine Hand aus dem Boden. Tja, moin. Kein Ding, du. Mann, hier war ich doch eben. Ach, Spiel. Jetzt auch Bodo auch gleich kommen lassen können. Kann ich hier hoch? Kann ich springen? Nee, ne? Ich kann nicht springen. Okay, dann einfach hier nicht runterfallen. Ah, ich mach damit das unten auf. Aber dann geht die Tür zu. Egal. Weil mich das jetzt schon interessiert, was auf der anderen Seite ist, aber naja. Aber wahrscheinlich nichts Interessantes. Ne? Deswegen sollte ich das hier bestimmt aufmachen. Warum sind hier so viele... Jetzt kann ich das aufmachen. Und nun? Bin ich hier? Ich wusste gar nicht, dass das so rätselig ist. Kann ich den mitnehmen oder so? Ach, jetzt geht das da hinten. Irgendwas mache ich hier, was dich noch nicht machen sollten. Duden. Glaube ich. Die Perspektive macht irgendwie Kopf, aber. Findest du? Aber was meinst du mit der Perspektive? So vom also von dem, was man sieht? Also von dem Overview-mäßig? So schließe ich mich ja nur ein. Jetzt habe ich da was ausgefahren. Aber ich kann ja nicht springen. Oh, hier ist ein Hebel. Aha. Es ist hier was runtergegangen. Das so machen, weil da ist ja jetzt was runtergegangen. Das heißt, ich müsste bei dem anderen ja auch wieder rauskommen. Jetzt hier lang gehe. Mache ich den zu. Geht der da hinten auf und hier habe ich ja jetzt so ein Brett runtergelassen. So. Das alles so etwas verzerrt ist, so an den Rändern meinst du, so, ne? So ein bisschen. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber beim
Beim Spielen an sich stört mich das komischerweise überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das ändern kann. Intensität der Malerei? Was ist das? Motion Blur. Oh, dann ist das mehr so wie gemalt. Okay. Oh nee, dann wubbelt das so. Nee, nee, ich glaube das nicht. Da sehe ich mich nicht. Könnten das auch ausmachen. So ein bisschen. Spielereinstellungen, Sichtfeld. Guck mal hier, ich kann das Sichtfeld anpassen, wenn dir das denn eher zusagt. Aber so ist es halt noch weiter rausgezoomt. Ich kann auch ein bisschen gucken, dass ich das ein bisschen reinzoome. Weiß nicht, was die Suche der Kraft ist. Ist das für dich so ein bisschen angenehmer? Ich habe das Sichtfeld mal ein bisschen geringer gemacht. Das Spiel ist Dismantle, aber ich weiß nicht ganz, ob es die Art von Spiel ist, was sie zocken würde. Aber sie hätte sicher ihren Spaß damit. Definitiv, definitiv. Ich habe Dismantle auch schon für den PC kurz mal angezockt. Und oh, ich liebe es. Looten, looten, looten. Ganz viel looten. Und ich freue mich, wenn es für die Xbox morgen rauskommt. Und ich werde das nächste Woche bestimmt mal in den Streamplan schmeißen. Und wir gucken uns das mal zusammen an. Richtig Lust drauf. Muss ich jetzt hier einfach wieder runter? Ich mag es, dass man alles zerstören kann. Ja! Man kann einfach alles kaputt machen. Das ist so super. Wie verdient man einen Boden? Genau, einfach mit Zuschauen. Einfach durchs Zuschauen. Sieht hier irgendwas denn noch? Ah, ich kann jetzt hier so rüber. Auch donaten? Ich glaube nur durch Zuschauen. Weiß gerade gar nicht genau wie. Warte mal. Ich habe das mal eingestellt, aber... Ach Leute, es gibt keine Slots mehr. Also ich bin jetzt hier rübergekommen, aber was mache ich hier drüben? Hier gibt's nichts zu tun. Hallo, kann ich das Brett vielleicht mitnehmen? Nein. Das Spiel erzählt einen halt leider nicht viel, ne? Was man machen kann, was man machen soll. Das lässt einen so ein bisschen im Stich. Hab mir das Mantel auch geholt. Auch wenn im Grund, weil es so gesehen auch Zombies gibt. Das stimmt, genau. Nicht menschliche Leute. Ja, das Spiel hier ist auch ein riesiger Escape Room. Ah. Ah, das ist jetzt die Frage. Aber genau, wir kommen jetzt auch hier lang. Ah, hier ist noch eine Glocke. Ah. Und da ist ein riesiges Horn. Ja, ich fand halt, das Spiel sah schon super interessant aus. Da bin ich
wirklich ehrlich. Deswegen habe ich mir das ja mit auf die Liste gesetzt, dass ich das mal mir anschauen möchte. Aber das hier geht nicht. Ah, das geht nicht auf, weil das da unten muss auf. Warte mal. Kann ich hier runterspringen? Nö. Ich kann auch gar nicht runterfallen. Ah. Ich weiß und glaube ich ungefähr, was ich machen soll. Das muss theoretisch zu, damit die Luke da aufgeht. Die Frage ist nur, wie komme ich wieder raus? Wenn ich hier bin. Wenn ich hier drinne bin, wie komme ich raus? Ach, guck mal, da hinten kommt man ja dann auch rüber. Warte. Ja, ich hab ne Idee. Darf ich mal hier ganz kurz lang durch? Danke. Auf geht's. Warte. Ich muss eins runter. Ups. Mal ganz so schnell laufen. Ja, die Gegner erinnern mich an Gegner aus Last of Us. Nur mit Kristallenschnittpilzen. Stimmt. Und die sehen so ein bisschen kristallig aus. Jetzt habe ich auf den Chat geguckt, jetzt habe ich hier nicht drauf geachtet, was sich hier geändert hat. Mist. Oh, warte mal. Ah, die Klappe ist offen. Das ist gut. Ah, das Spiel ist wie so ein Escape Room aufgebaut. Okay, das finde ich wiederum echt interessant, auch wenn ich nicht gut in Rätseln bin. Ah, ist doch nicht auf. Das sah von unten gerade so aus. Warte. Warte, warte, warte. Sagt, die hier muss halt irgendwie zu sein, damit die Klappe runtergeht. Aber wie komme ich halt hoch? Oder wie komme ich hier wieder raus? Ah, ich muss die Kiste hier wegmachen. Ich sehe es. Warte, da geht der Kran lang. Der Kran geht nach da. Der Kran geht da. Aha, da ist der Kran. Okay, dann muss ich wieder hoch. Ihr denkt euch einfach nur so, was hat sie für ein Gedankenwirrwarr? Ja, so geht's mir immer. Leute, es geht mir immer so. Hier. Ah, jetzt geht das hoch. Okay, gut, warte. Jetzt wieder runter. Darf ich mir kurz runterspringen? Dankeschön. So. Drehen. Hier lang. Hier wieder auf. Komm mal auf. Da hinten muss ich nicht. Doch, da hinten muss ich nochmal lang. Warte mal, wenn ich das jetzt hier drehe nochmal, geht denn der wieder zu, das andere auf? Ich weiß es nicht. Gibt das irgendeinen Sinn, was ich hier tue? Nee. Aber warte mal, ich kann ja... Das geht auf. Das ist da trotzdem zu. Scheiße. Macht der Hebel? Ah, der macht mich, dass ich hier wieder... Stimmt, das habe ich ja von der anderen Seite vorhin gemacht. So. Ah, runterfallen. Ich mag so Escape Rooms eigentlich. Wir haben auch, also ich und Sodas haben privat hat Escape Simulator gespielt. Das war auch super. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich hab's! Musik abspielen. Oh, und Dankeschön fürs Putt-Putten. Und Hallöchen Tamashi. Hallo. Das Spiel sieht echt schön aus. Ja, finde ich auch. Bin ich auch. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, klar. Was?
Ich hänge mich an den Anker und hol damit einen Leuchtturm hoch. Okay. Und trinken, ich soll trinken. Moment, lass mich doch zum Leuchtturm. Oder wir machen hier, warte. Hier kurze Trinkenpause. Nein. Das. Den Brustzünden. Meine Gamble-Sucht wird nicht befriedigt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Da, Kran. Aha, okay. Ich sehe es, ja, Kran, da. Gitter, Kran. Ah, okay, ich hab's. So denke ich auch immer. Ja, ich hab ein, ja. Mein Gedankenwirrwarr ist ein bisschen durcheinander, würde ich so sagen. Aber ich bin drauf gekommen. Ich hab's geschafft. Hydrate Zeit. Ja. Stay hydrated. Nicht das Herz trinken. Warum nicht? Man kann auch hin und wieder mal dran knabbern. Dein Gedankenwirrwarr ist einfach nur komplex und wir verstehen es nicht. Ja. Der ist einfach nur durcheinander. Einfach nur durcheinander. Hat Mononokes Wildgast nicht durch die ganzen Gift-Subs Bohnen bekommen? Oder hast du es danach ausgedrückt? Genau. Ja. Genau. Ich habe gerade nämlich nochmal nebenbei nachgeschaut gehabt. Ja, das war wieder. Ah, das funktioniert wieder. So. Ich habe gerade geschaut gehabt. Also, normale Viewer bekommen alle 10 Minuten eine Bohne. Wenn du ein Sub bist, dann bekommst du 2 Bohnen. Also das Doppelte alle 10 Minuten. Fürs Sheeran gibt es 2 Bohnen pro 100 Bits. Fürs Subscriben gibt es einmalig 10 Stück. Und dementsprechend, glaube ich, auch die Gifted-Subs sind auch immer 10 Stück, denn. Fürs Following gibt es 5. Ja. Das war's so eigentlich. Also ja. Was, Milch mit Tendenz zum Werwolf? Warum denn jetzt ein Werwolf? Ich bin doch kein Werwolf. Oh, hier ist die Tür sogar offen. Oh, Hilfe! Hilfe! Oh, ich habe das Cello nicht gespielt. Ich wusste nicht, also ich weiß nicht, ob man das Cello spielen konnte, aber oh Mann, oh. Kann ich auch wieder runterfahren? Hallo? Hallo, fahren Sie mich wieder runter? Oh. Warum ist hier ein Bett? Oh, ein Hut. Ach du Heilige. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Gurkenwasser ist alle. Oh nein. Spendiert eine Runde Limonade für alle. Aber Limonade ist auch lecker. Also, dann bin ich mit meinem Gedankenwirrwarr ein Genie. Wer weiß, Rizeros. Wer weiß. Okay, jetzt haben wir eine Escape Room. Okay, vergiss es. Das ist doch größer, als ich dachte. Ja, irgendwie schon. Was mache ich denn? Oh, ich kann das ganze Ding bewegen. Ach nee. Ja du, ich habe doch keine Ahnung, was hier richtig ist. Ja, ich glaube so schon, ne? Weil dann komme ich an den anderen Hebel. Oder so, irgendwie. Oh,
Kann man runterfallen und sterben? Ja. Ich wollte es mal ausprobiert haben, okay. Oh, dann muss ich da wieder hoch. Muss ich denn da wieder hoch? Ja, ich muss da wieder hoch. Kann ich noch das Cello spielen? War das überhaupt ein Cello? Ich habe keine Ahnung. Kann ich die spielen? Ein kleines Orchester. 2 von 7. Okay, ja, dann fahre ich mal wieder hoch. Also man kann nicht sterben, aber man kann halt runterfallen. Da muss man nochmal machen. Ja, bevor du am Herz knabberst. Ja, also das würde ich jetzt nicht so nennen. Aber dass ich das Ding gedingselt habe, das bleibt auch dabei, okay. Wir haben ein Fernrohr. Oh. Da ist die Tür. Da hinten ist eine Tür. Ich glaube, ich muss zur Tür, ne? Kann ich hier noch was... Ah, oh nee! Halt, stopp! Hilfe! Ich wollte nicht. Oh nein. Bin ich wieder runtergefahren. Hallo, kann ich... Darf ich nochmal? Bitte, danke. Also man kommt auch wieder runter. Okay. Also Michi, wenn ich anfange zu denken, spalten sich mein einer Gedanke in 24 und diese... Bing dann viermal um die Ecke und geht so weiter. Oh je. Ach, das kenne ich aber. Das kenne ich. Ah, hier geht's nicht weiter. Ich das noch mal drehe. Ich dachte, das ist schon richtig, aber ich komme halt geradeaus nicht weiter, ne? Das ist eher, glaube ich, das Problem gerade. Hier müsste ich doch lang kommen, aber hier steht halt das Ding. Komme ich halt nicht lang. Da komme ich nicht dran vorbei. Dann muss ich gucken, dass ich da nicht irgendwie anders hinkomme. Guck mal, so würde das noch gehen. Das ist auf der Seite hier. Ich finde das Spiel aber sehr interessant, ehrlich gesagt. Also ich brauche ein bisschen, bis ich auf die Lösung komme, aber das habe ich immer. Ah, warte mal, so komme ich hier zu Dings, aber... Hey, hör auf zu pusten. Da hinten ist doch ein Musikinstrument. Komme ich da irgendwie noch rum? Deswegen muss ich das ja hier verschieben. Das muss ich irgendwie verschieben. Nee. Hier komme ich nicht weiter. Hör auf zu pusten. Sprich. Erstmal das nächste Musikinstrument mitnehmen, wenn es schon mal hier ist. Jetzt haben wir jetzt eine 3, ne? Ja, 3 von 7. Habe ich denn irgendwas falsch verbunden?
Oh, hier komme ich nicht raus. Okay. Okay. Ah, ich sehe es. Ich habe da so eine... Nennt man das? Kann halt nur in diese Richtungen laufen. Links und rechts. Halt lang. Anscheinend zumindest. Und so kam ich an keinen lang, richtig? Ja, weil hier ist einmal das Dings und ich kann auch nicht springen. Ich kann auch nicht rüberspringen. Aber das Schlimmste an meinen Gedanken ist, dass ich ja nicht einen Gedanken gleichzeitig denke, sondern mehrere. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir aufs Wort, dass das verwirrend ist. Ja, so. So müsste ich doch... Also, aber das hatte ich ja eben eigentlich, ne? Dann ist da... Ist das nicht der Weg? Ich bin verwirrt. Also rein theoretisch müsste ich rechts langlaufen können, da hoch und dann ist da ein Punkt. Denn, aber da ist nicht. Bin ich doof. Müsste ich hier langlaufen können. Aber hier, ab hier sieht das halt anders aus. Hier komme ich nicht rüber. Hier ist zu. Also irgendwie sieht das hier nicht so aus wie da. Warum ist da ein Punkt? Da ist ein Punkt, aber ich weiß nicht, warum da ein Punkt ist. Masche hat Nom-Nom bei sich und geht mit Pokémon weiter. Viel Spaß. Viel Spaß mit Pokémon. Rein theoretisch soll hier irgendwas sein. Hier. Aber hier ist nichts. Das verwirrt mich. Da habe ich Knick in der Optik. Wahrscheinlich. Also ich schätze mal, ich muss halt eigentlich zu den anderen Punkten da hinten hin. Ich muss das da noch drehen. Da, wo die Flaggen sind. Aber die Flaggen sind ja auch eingezeichnet, ne? Also, wie kriege ich den Weg zu welcher Flagge hin? Warte mal, wenn ich die noch drehe, noch ein Stück. Dann komme ich da trotzdem nicht rüber. Verdammt. Einmal bonken, um die Optik zu richten. Oh nein, bitte nicht. Und Hallöchen, Evoli. Na, du, alles gut bei dir? Oh nein, ein Knick-Milchkaffee. Oh je. Oh, so komme ich da hin. Okay. Wieder rechts lang. Hier lang. Ich hab's zwar irgendwo war die richtige. Die hier, glaube ich.
Okay, was drehe ich damit? Oh Gott. Den komplett äußersten. Den muss ich wahrscheinlich so drehen, dass ich da zu der Tür komme. Warte. Dann. So. Aber auch noch die Frage, wie komme ich zu dem anderen hin? Achso, ne, warte mal, beide Flaggen sind miteinander verbunden. Theoretisch. Ah, der Wind. Der Wind will mich runterschubsen. Meiner Wind. Hier. Oh nein, oh Gott. War das ein U-Boot-Wal? Ein Walboot? Ein U-Wal? Was war das? Denn so? Ja, jetzt habe ich alle miteinander verbunden. Jetzt komme ich zur Tür. Theoretisch. Komme ich auch irgendwie zurück? Ah, ich komme nicht zurück. Aber bleibt nicht alles so? Das ist jetzt die nächste Frage. Bleibt alles so, wie es ist? Weil, wenn ja, wir probieren das mal. Ah, nee, ich komme so trotzdem nicht zurück. Warte mal. Nee, warte mal. Das ist halt nicht richtig. So ist das richtig. Dann kann ich, wenn ich rechts runtergehe, dann kann ich so runter und dann komme ich auf den äußersten. Ja, doch, das müsste so richtig gehen. Wo ist die Tür? Die Tür ist auf der anderen Seite. Genau, ich bin komplett auf der anderen Seite. Ich muss... Hä? Oh, das hat kurz gelaggt. Ich muss, glaube ich, einmal komplett außen rumlaufen. So. Hier bin ich auf der inneren Schiene. Und von da gehe ich auf die äußere. Ja, ich glaube, ich hab's. Ein U-Wal. Nee, nicht Wal. Nicht mit H. Gefangen! Ich habe keine Pokebälle. Ich kann keinen Pokeball drauf werfen. Mal so. Und jetzt haben wir hier die Tür. Hallo? Darf ich raus? Dankeschön. Ja, ich weiß, aber klingt halt gleich. Das stimmt, ja, das klingt halt wirklich gleich. Wer bist du? Hallo. Okay. Muss ich da hinlaufen? Bitte fang nicht an, dich irgendwie random zu bewegen. Dankeschön. Hallo? Oh nee, da flüstert mir irgendjemand ins Ohr. Hinten ist was. Kerzen. Okay. Was kann ich hier machen?
Habt ihr eine Idee? Ist einfach nur beten, oder? Okay, ich habe einfach nichts gemacht jetzt. Pray to the Kaffeebohne. Ich höre was in mein Ohr flüstern. Das hat nichts gebracht. Oder hätte ich das noch länger machen müssen? Na, ja, Black Queen gibt heiße Schokolade aus. Dankeschön. Ich meine, von da kommen wir doch theoretisch, oder? Das müsste es sein, woher wir kommen. Glaube. Ja, genau, von hier kommen wir. Okay. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich da wirklich länger machen, weil die Tür heißt ja auch Glaube. Vielleicht muss ich das einfach wirklich länger machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Ich mache jetzt nichts. Dann haben wir halt einfach schwarzen Screen. Keine Ahnung. Black Screen. Und man macht jetzt die Augen so zu und glaubt. Und man hört ja auch die ganze Zeit noch was rumgebrubbel, was rumgelaber. Bete, bis es nichts mehr zum Beten gibt. Oh, weia. Ja, ich hab keine Ahnung. Oh, doch, von alleine die Augen wieder auf. Okay, dann war ich einfach nur zu voreilig. Ja, du hast ein Loch in deinem Rücken. Okay. Das sieht maximal ungesund aus. Nein, ach Quatsch. Hast du etwa kein Loch im Rücken? Ich kann gerade nichts machen. Ah, ach so, hier die Kerzen. Oh nee, die müssen alle leuchten irgendwie, ne? Was?
Also die beiden sind miteinander verbunden. Die erste und die vierte. Ich habe Milchkaffee verschüttet. Emotional Damage. Oh nein, Esstisch. Da muss ich ihn sauer machen. Emotional Damage. Genau das. Die fünfte sind mit 1 und 3 verbunden. Und ich komme dann echt nicht hinter, nee, du. Ich hab's geschafft, egal wie. Ich hab grad irgendwelche Knöpfe gedrückt. Und ich hab's geschafft. Sehr gut. Wo geht's denn lang? Der hier. Hier oben drüber denn. Oh, die sieht man kaum, die Treppen, ne? Muss ich durch das Loch im Rücken, oder was? Achso, nee, nee, okay. Ich dachte schon. Ja, dass der Kopf so aufgespalten ist, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Da bin ich mir übrigens auch nicht so sicher. Dann geht diese Treppe noch. Ah, nicht mehr so lange. Ja, das Spiel ist voll interessant. Guck mal, sind das nicht eigentlich wir da hinten? Je nachdem, was ich läute, macht der, glaube ich, da hinten was anderes, ne? Oder nee. Könnte malen. Ich kann was Neues malen. Oh, ich kann wirklich malen. Schön mit dem Gamepad, ganz toll. Oh nein, mit dem Gamepad malen. Hui. Lala. Muss ich da doch einfach nur ausmalen? Mal das einfach aus. Stimmt, wir haben ja auch Erfahrung gehabt. Stimmt, er malt ja, um das Böse aus der Welt so irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken. Also umso schlimmer die Welt ist, umso schöner sind die Bilder. Irgendwie so war das. Jetzt sind wir wieder im nächsten Bild. Aber ich würde fast behaupten, das ist doch ein guter Abschluss, oder? Für das Spiel. Haben wir wieder eine Stunde ungefähr gemacht. Ich finde das hier bei Nacht übrigens sehr, sehr schön.
Das sieht sehr, sehr schön hier aus. Ist das nachspielen? Kann ich nicht. Doch, kann ich. Ah, guck mal, ach, der leuchtet. Muss das mit dem... Ich müssen wahrscheinlich alle leuchten, oder? Oder nicht? Ah! Wollte gerade aufhören, ne? Mann. Also ich finde das Spiel sehr, sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das... Dass das auf dem PC ein bisschen entspannter ist. Mist. Ja, okay. Ach, hier steht es ja dran, glaube ich, oder? Da. Und mit dem habe ich angefangen. Denn der. Nee, keine Ahnung. Man, da oben waren wir ja theoretisch gerade bei dem Mond. Dann waren wir beim Leuchtturm. Also visuell finde ich das Spiel sehr, sehr schön. Muss ich echt sagen. Würde aber hier, wie gesagt, erstmal ausmachen mit dem Spiel. Von der Liste streichen. Weil wir haben ja noch 3 Spiele immer noch vor uns. Ja. 2 Spiele sind sich vom visuellen her, also vom Aussehen her, schon recht ähnlich, nämlich Witchwood und The Wild at Heart. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Witchwood an, dann spielen wir Sable, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und dann schauen wir zum Schluss noch bei die Wild at Heart rein. Oder? Ich glaube, das hört sich nach einem Plan an. Und Hallöchen Ryu! Naru? Das Game können wir gerne später weiterspielen. Ich finde das auch sehr interessant, ehrlich gesagt. Also bei dem Spiel bin ich nicht abgeneigt, das doch irgendwie noch mal zu Ende zu spielen.